Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei F1 2012. Ja, liebe Leute, ich hab's gemerkt, nach gefühlten 500 Kommentare, dass ich doch mal die Getriebeumsetzung umschalten soll, ja. Ich hab's euch im Rennen von Kuala Lumpur gesagt, ich hab's vergessen. Deswegen, ich bin ja intelligent, habe ich mir ein Setup rausgesucht für das nächste, nämlich es geht nach China. Jetzt bekomme ich wahrscheinlich wieder 500 Nachrichten, wo es heißt, stell das so und so um. Leute, fahrt wie ihr wollt, okay? Ich fühle mich da irgendwie total gevierteilt. So nach dem Motto, wie auf dem Schulhof damals, gib mir dein Pausengeld oder du fängst eine, ja? Aber ich schweife vom Thema ab, ich habe ein Setup für China. Und ich sag's euch gleich, ich kann China nicht. Und wir haben ein Entwicklungsziel. Okay, even though you're part of a team, we both know you'll want to be outperforming your teammate in both qualifying and in races. He's got the same car, so it's pretty much an even fight in terms of machinery. Here you can keep an eye on your performance in relation to his. If you're beating your teammate partway through the season, you're on your way to becoming or cementing the role of number one driver. As the team's number one, you'll get upgrades before your teammate, and you'll be able to define the team's upgrade path. Essentially, the team will build the car around your needs. Okay, wir können unseren Teamkollegen, beziehungsweise wir sind ja im Duell mit unserem Teamkollegen. Hier sehen wir, wie oft wir ihn schon geschlagen haben oder er uns. Im Moment steht es 1-1. Was wollte ich sagen? Ja, freies Training in Shanghai. 25 Grad. Es wird oder es bleibt sonnig das ganze Rennwochenende über. Das Qualifying wird ein bisschen bewölkter, aber es gibt keinen Regen. Und ja, wir haben ein Entwicklungsziel. Ja, da wollte ich drauf eingehen. Ich muss für 70% einer Runde voll auf dem Gas bleiben. Ach hier, ich will ja mein Auto einstellen. Ach, ich bin so verwirrt im Moment. So, Frontspoiler, liebe Leute, stellen wir auf 5 und den hinteren auf 3. Dann gehen wir zu den Bremsen. Bremsbalance machen wir vorne 48, hinten 52. Den Druck, den machen wir auf Mittel und ja, mehr können wir eh nicht ändern. Die Balance. Balance ist ganz wichtig, da gehen wir auf 4-4. Dann für die Aufhängung, da gehen wir, je nach Fahrstil könnt ihr jetzt hier 5 oder 3 einstellen. Ich nehme mal 3, weil ich bin ein totaler Kamikaze-Pilot, ihr wisst es ja. Dann die vordere Aufhängung. Beziehungsweise wie stark oder hart ihr gefedert sein sollt auf 4 und die hintere auf 5. Dann gehen wir zum Getriebe, eurem Lieblingspunkt. Moment, wartet mal ganz kurz. Mein Mikrofon macht sich gerade selbstständig. Das ist gar nicht gut. So, das ist schon besser. Ja, mach dich selbstständig, du blödes Ding. Ne, das ist blöd. Mikroprobleme, Hilfe! Wo ist mein Mechaniker? So. Irgendwie. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt funktionieren tut. So, zu eurem Lieblingspunkt, das Getriebe. Erster Gang, gehen wir auf 138, das passt. Zweiter Gang 171, dritter Gang gehen wir mal auf 203, dann 236, 272, 310 und für diese ewig lange Gerade gehen wir hier auf 350 oder 351, ist egal. So, dann gehen wir hier auf Fett und auf ja, bleiben wir mal auf normal und mal 5. Und dann ganz wichtig die Ausrichtung. Da gehen wir mal auf 3,30 und auf 1,10.
und auf 0,12 und 0,41. So, das ist mein Setup. Ja, wir überspeichern das. Wir nennen es China. Und das geht nicht. China Tro 1. Ne, 1 geht auch nicht. Bei Co-Maus, das geht immer nichts. Gut, er speichert das und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf unser R&D Objective. Stay on the throttle for at least 70% of a lap over a 3-lap stint. Okay, ich muss 3 Runden fahren und mindestens eine 1,49,133 zusammenbekommen. Oh, holala. Ob das so funktioniert? Hey, Ferrari! Bremsen! Fängt das schon mal gut an, oder Leute? So, nur kein Behindern, sonst gibt's für eine Strafe. Gut, in der Kurve muss ich vom Gas gehen, das geht nicht anders. Das blöde Mikro macht sich schon wieder selbstständig. Das stört jetzt ungemein beim Fahren. Deshalb praktischerweise 3 Runden mit 70% Gas fahren. Oder mindestens 70% Gas. Das ist ein scheiß Mikro. Was ist denn da jetzt wieder los? Leute, das funktioniert so nicht. Ich muss ganz kurz cutten. Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt müsste das eigentlich einigermaßen passen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Was? Es hat nicht gereicht. Ich glaube, es hackt. Boah, muss ich jetzt wieder zurück in die Boxen, das nochmal starten, oder? Wie läuft jetzt das hier? So bescheuert ist doch das, oder? Okay, mindestens 70% auf dem Gas. Soll ich denn das machen, bitte? Gut, wir probieren es nochmal. Immer ganz geschwind auf die Bremse, sonst schieße ich wieder drüber. Die letzte Kurve hier in China ist so dermaßen fies. Weil da innen dieser komische Plömpel steht und wenn du den mitnimmst, bricht das Auto aus. Ah, komm. Was auch total lustig ist ja, wenn man ins Gras rausfährt, ja, oder überhaupt vom Tier runterkommt.
hat man eine automatische Bremse, man wird automatisch vom Spiel eingebremst. Das ist so dermaßen bescheuert. Aber ich beschwere mich ja eh schon nicht mehr über Codemaster. Ich meine, was soll ich noch großartig sagen? Ihr wisst es ja eh. So, ich versuche jetzt nur noch dieses blöde R und D Entwicklungsziel zu schaffen. So, einen Wunsch habe ich euch jetzt erfüllt hier im Training, nämlich Getriebeeinstellungen. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Am zweiten muss ich noch ein bisschen arbeiten, nämlich das Kurven richtig fahren. Das war ja ein riesiges Problem in Kuala Lumpur. Da wurde ich ja immer halb gekreuzigt. Aber ich will euch daran erinnern, es ist nicht so einfach, wenn ihr fahren müsst und gleichzeitig kommentieren mit nochmal was. Ja, das ist nicht ganz so easy. Warte, gilt das jetzt wieder nicht? Hat das jetzt gegolten oder nicht? Da stand schon wieder failed. Ich war doch im grünen Bereich permanent. Verdammt! Da habt ihr es gehört, das war die automatische Bremse. Da ist der Onkel Massa. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ich hasse die Rennstrecke China. Das ist eine der Strecken, die ich überhaupt nicht mag im Rennkalender. So, zum Ansehen ist sie ja ganz nett, aber zum selber fahren, oh. Not my cup of tea, ganz ehrlich. Hamilton fährt 1:38.110. Ja, ich bin 24. Ich war heiß. Vielleicht bekomme ich ja einigermaßen anständige Zeit zusammen. In F1 2011 war das China-Rennen auch sehr, sehr grauenvoll. Daran erinnere ich mich noch. Ah, diese Stelle, das ist so schlimm. Guckt es euch an. Ach, kommt, Leute. Und das für eine Rennstrecke werden das gebaut, Digga, erschossen, hey. Yeah! Ich meine, ich bin auch nur 13 Sekunden hinterm Rest, oder? Ich meine. Ist ja gar nicht so schlecht. Ach, jetzt weiß ich, warum nicht die Zeit nicht gegolten und ich muss ja schneller als 1:49 fahren. Hm. Wow, das Auto umstellen. Nein, nicht hinten. Nein, 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 nein,
Ja, sei still, dein Ingenieur. Ich mal mir jetzt für China auch gar keine Chancen aus oder so. Bin ich ganz ehrlich. Das ist keine Strecke, wo ich konkurrenzfähig bin. Gott! Ja, wie gesagt, ich kann die Strecke über und vorne nicht. Ich bekomme keine einzige Kurve. Hätte vielleicht neue Reifen benutzen sollen, das wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber hey, ist ja egal. Oh. Gut, zumindest schaffe ich das E und D. Alter! Natürlich habe ich das E- und D-Ziel noch nicht, das wäre zu einfach gewesen. Haha. Ah, nee, liebe Leute, das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal in die Garage und werde noch ein bisschen rumprobieren. Dann sehen wir uns im Qualifying wieder. Ein 45er Zeit. Oh, er schießt mich bitte.